Der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McEaster hat ein Messer. But not in search, but obviously. And someone sneaking. Den man McMesser nennt. Sie sahen und hörten Ausschnitte von Lied Morditat von McMesser aus der Dreigroschenoper. Bertolt Brecht, ein Mann vieler Geschichten, Theaterstücke und Gedichte. Seine Werke werden heutzutage noch immer mit viel Erfolg gespielt und scheinen nie aus der Mode zu geraten. Seit meine Theaterlehrerin uns über Brecht erzählt hat, habe ich eine besondere Faszination für ihn. Daher kommt auch die Wahl meines Profilarbeits. Wer war Bertolt Brecht denn genau? Was hat er eigentlich gemacht und bedeutet? Das werden Sie in diesem Dokumentarfilm herausfinden. Er ist Pop und er ist Hochkultur. Gestatten, Bertolt Brecht. Politisch links und damit per se ein Störenfried. Wir stehen hier im Theater am Schiffbauerdamm. Hier wurde unter anderem die Uraufführung von der Dreigroschenoper aufgeführt. Das epische Theater, ein Begriff, der oft mit Brecht verbunden wird. Doch was ist das epische Theater denn genau? Mit episch wird eine Art Theater gemeint, die einem deutlich macht, dass Theater nicht nur Unterhaltung bietet, sondern auch Stoff gibt, um drüber nachzudenken und einen kritischen Blick auf die gesellschaftlichen Konflikte seiner Zeit bieten will. Der nächste Ausschnitt aus der Dreigroschenoper zeigt, wie im epischen Theater Verfremdungseffekte benutzt werden. Der gute Mensch von Sichuan ist ein Musterbeispiel des epischen Theaters von Brecht. Es erfüllt sämtliche Kriterien der Zahntheorie. Wie behandelt ihr euresgleichen? Habt ihr keine Barmherzigkeit mit der Frucht eures Leibes? Kein Mitleid mit euch selber, ihr Unglücklichen? Verehrtes Publikum, los, sucht ihr selbst den Schluss. Es muss ein guter da sein. Ein weiteres Beispiel des epischen Theaters ist Mutter, Courage und ihre Kinder. Die Geschichte ist eine Warnung für Leute, die hoffen, durch geschicktes Handeln Vorteile aus dem Krieg zu holen können. Der letzte Ausschnitt zur Erläuterung des epischen Theaters ist ein Fragment aus dem kaukasischen Kreidekreis. Die Schwester wanderte 7 Tage. Über den Gletscher, hinunter die Hänge wanderte sie. Der Sänger erzählt die Geschichte einer jungen Frau. Brecht wurde in den Niederlanden erst sehr spät geliebt, in den 70er Jahren, um genau zu sein. Es folgen 2 Ausschnitte von rezenten Aufführungen von Brechts Theater in den Niederlanden. Wir stehen hier auf dem Bertolt-Brecht-Platz in Berlin. Nach einem Leben von Flüchten und Exil starb er am 14. August 1956 an einem Herzinfarkt. Hiermit ist auch unser Dokumentarfilm über Brecht und das epische Theater zu Ende. Ich hoffe, dass es Ihnen den Eindruck gegeben hat über Brechts Leben, seine große Bedeutung für die Theaterwelt.